Hallo. Hallo. Willkommen in die Verlauschingrunde. Moin moin zusammen, hier ist Fabi von Hertha TV und ich zeige euch unser Mannschaftshotel. Also, wir gehen hier mal rein. Ist alles hier so ein bisschen, ich komme ja aus dem hohen Norden, deswegen ist es für mich hier total anders. Viel Holz, viel ja, Bergoptik, obwohl hier ist ein Segelboot, das ist mega. Ja, gerade regnet es draußen, ist ein Sauwetter, das kenne ich eigentlich aus Kiel, aber der Wind fehlt. Ja, dann kommen wir hier in den Eingangsbereich, rechts die Rezeption, hier ist so ein kleiner Aufenthaltsbereich, kann man Kaffee trinken und da geht es links zum Speiseraum, soweit ich weiß, und rechts zu den Physios. Wir gehen einfach mal rechts und fangen bei den Physios an. Also hier einmal die herzlichen Damen von der Rezeption. Gehen wir weiter, hier ist, ich glaube, irgendwo noch eine Gondel oder so. Ja. Scheint so, auf jeden Fall. Da ist natürlich, komm mal her, Marius, komm mal her. Lauf nicht weg, komm mal her. Sag mal was für die Kamera, ich brauche hier einen Opfer, der irgendwas sagt. Was willst du denn hören? Irgendwas über dich jetzt, so schnelle drei Sätze. Ich freue mich hier zu sein, ich freue mich ausschlafen zu können und ich freue mich bald wieder mittrainieren zu können, dir zu zeigen, dass du doch nicht so gut schießen kannst, wie du denkst. Er ist ein fantastischer Typ. Wir freuen uns alle, dass er hier ist. Und ja, momentan werden ein bisschen an den Füßen wird gearbeitet, weil seine Hand leider ein bisschen angeschlagen ist. Und auch gut. Ja, hat er jetzt gesagt. Aber ja, auf jeden Fall. So, wir folgen dir einfach unauffällig in den Physioraum. Sehr gerne. Da bin ich voll gegangen. So, jetzt merkt man hier schon, das werdet ihr nicht merken, aber es ist eine andere Temperatur. Hier, glaube ich. Anderer Duft, richtig. Ich glaube, hier gibt es Massagen, aber ja, wir sind ja hier nicht im Spa-Hotel, sondern wollen ja im besten Fall auf jeden Fall arbeiten. Rechts sieht man hier, okay, weiß nicht, ob man das reinnehmen darf. Auf jeden Fall ist hier ein Swimmingpool und hier kann man sich, glaube ich, entspannen. Ja, das sieht natürlich mega einladend aus. So, dann gehen wir hier mal in die nächste Stube rein. Oh, hier fällt die Tür zu. So, ich habe euch gewarnt. Jetzt hier das wundervolle Team. Ja, du bist der Beste. Und ja, genau, das höre ich öfter. So, wir müssen uns jetzt hier einmal kurz vorstellen, so ein bisschen. Hier ist also der Physioraum. Hier machen die einen fantastischen Job. Möchte jemand noch was sagen hier? Ein Satz, ein schneller Satz. Der Rese ist ganz toll. Super. Einen noch auf Englisch? Ja. Perfekt. So, tschüss. War das okay? Okay, super. Ja gut, jetzt gehen wir hier zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob die das so super aufgenommen haben, aber ich versuche maximales Entertainment hier zu bieten. Ja, auf Kosten von Sympathie im Team, aber hole ich mir den wieder nachher, nehme ich die mal an den Arm. So, sind wir wieder draußen hier. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in den Speiseraum und schauen dann mal, ob da jetzt gerade schon wieder gedeckt wird. Ist auf jeden Fall sehr leckeres Essen bislang, auch nicht ganz nordisches Essen, aber ist umso schöner hier. Kaiserschmarrn gab es, glaube ich, noch nicht. Und Schnitzel auch noch nicht, aber sonst gab es sehr leckeres Essen. Genau, jetzt gehen wir hier links, ist glaube ich noch so die normale Essensabteilung, da sind wir aber eigentlich nicht. So, gehen wir mal weiter. Hier, Genussräume, da ist das Name Programm. Genau. Ja, Wein nicht, aber hier Kaffeemaschine oder Tee, was man halt möchte. Vielleicht nach der Mittagsstunde oder morgens. Marius, verfolgst uns doch. Jetzt. Ich folge die ganze Zeit. Das ist toll, genau. Da kommen wir gleich auch noch hin. Hier, hier ist der Speisesaal. Hier rechts sitzen eigentlich die Trainer. Und hier die Spieler und der Staff sitzt außen rum. Auf der anderen Seite hier, kann man mal durchgucken. Ne, ist auf jeden Fall das Essen.
sollte das Essen sein. Oh. Genau. Sieht jetzt nicht ganz so spannend aus. Hier ist mein Platz. Wir haben einen wundervollen Tisch. Bisschen manchmal hitzige Stimmung, aber so ist das. Viele Diskussionen, aber auch. Also hier sitzt Kempfi. Hier sitzt Flo. Hier sitzt Marton. Hier sitzt Pekka. Tjark. Meine Wenigkeit. Und Marco. Also ist auf jeden Fall ein feuriger Tisch. Wird nie langweilig. So, hier kann man sich noch ein bisschen Wasser mit aufs Zimmer nehmen oder für die Zwischenzeit. Und dann kommen wir schon in Kid Room. Hier werden unsere Sachen netterweise gewaschen, zusammengelegt und wir müssen die nach dem Essen quasi neu nur mitnehmen. Oh, hier liegt sogar ein Pulli noch für mich, weil draußen regnet es ja gerade, den nehme ich mal mit. Und wir packen hier unsere Wäsche nach dem Training hin. Vielen Dank nochmal, bist der Beste. Ist ja wirklich hier ein Werbevideo. Ich glaube, hier sind noch ein paar Kästen, wo noch der ganze Stuff gelagert wird für lange Hosen oder sonst was. Ja, weiß ich nicht so Bescheid. Genau, das war's eigentlich auf der unteren Etage. Dann, man sieht natürlich hier auch tolle kleine Details, wie im Spiegel, hohe. Das ist natürlich hier Liebe zum Detail, auch im Hotel. Ja, hier links und rechts würde jetzt eigentlich am Abendbrot alles vollstehen. Für jeden Geschmack wirklich was. Von daher, da kann man nur den Hut vorziehen. Was gibt's so bei dir zu Hause, wenn du kochst? Also ich bin nicht der größte Koch auf jeden Fall. Da übernimmt meine Freundin wirklich einen Bärenanteil. Wenn ich kochen würde, würde ich Nudeln kochen, aglio olio. Und ja, die gelingen mir mittlerweile schon ganz gut, esse ich sehr gerne. Meine Freundin kann sie, glaube ich, ein bisschen besser. Aber ich bin auf dem Weg. So, dann gehen wir mal hier hoch Richtung Zimmer. Oder nee, wir gehen runter. Wollt doch gar nicht in die Zimmer, oder? Nee, ich wollte nicht. Nee, ist auch nicht aufgeräumt und so. Nee, da hat auch keiner Bock drauf. Ja, jetzt ist grad... Dann gehe ich aber hier runter. So, dann gehen wir jetzt hier mal runter. Ich weiß nicht ganz genau, was hier ist. Ich habe irgendwas von einem Raum gehört, wo wir uns aufhalten können, wenn wir mal Langeweile haben. Bislang war es in meinem Fall noch nicht. Deswegen gehen wir hier mal weiter runter. Hier wird mir rechts gezeigt. Jugendraum, okay. Oh, ja, also Jugendraum, ich glaube, wie bei so einer Klassenfahrt in Deluxe, wie man sich ihn früher vorgestellt hätte. Hier sind einige PlayStation, Xbox, Kicker. Hatte ich früher mal zu Hause. Tischtennisplatte. Oh, da hinten, glaube ich, noch eine Nintendo Switch und so ein Airhockey. Nee, da hat doch keiner Bock drauf. Also für jeden was dabei, sollten wir Langeweile haben. Bislang war das noch nicht der Fall. Wir sind ganz gut ausgelastet. Und ich habe auch noch nicht davon gehört, dass hier irgendwer war. Ich glaube, Gersi hat da was in die Mannschaftsgruppe gestellt, dass wir hier hinkommen können. Aber sonst mal schauen. Vielleicht, wenn wir ein bisschen mehr Lagerkoller bekommen, in ein paar Tagen sind wir hier. So, jetzt gehen wir wieder eine Etage hoch, beziehungsweise zwei. Und gerade auf die Uhr geguckt, ich muss langsam fürs Training mich vorbereiten. Von daher zeige ich euch noch mal kurz den Kraftraum, wie das da aussieht. Ich war da aber noch gar nicht, deswegen muss ich mal kurz hier durch. Oh, ist wie so ein Spielertunnel hier. Bloß mit, oh, rechts. Also man sieht wirklich, ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe nur gehört, der Staff ist da ganz gerne drin. Wir sind bislang gut gefordert auf dem Platz, von daher haben wir da noch nicht dran gedacht. Aber jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit und draußen ist das Wetter nicht so gut. Deswegen kann man sich nicht am Platz aktivieren, machen gerne die Spieler. Hier, das sieht doch schon nach Kraftraum aus, riecht auch nach Kraftraum. Ja, hier kann man auf jeden Fall ein paar Sachen machen. Da wird fleißig geschwitzt in der Ecke. Oh, da ist der Nächste. Also hier sind wirklich die fleißigen Bienen. Tjark, er ist eben schon mal durchs Bild gerannt. Und Admir. Hätten wir ihn mal vor ein paar Minuten gesehen, er hat extra gesagt, er macht Intervallläufe. Von daher ist jetzt gerade nur auslaufen.
Aber mit dem Panorama auf jeden Fall lässt sich, glaube ich, ganz gut laufen. Nee, da hat doch keiner Bock drauf. Und dann schweren Herzens verabschiede ich mich jetzt hier. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen fürs Sommertrainingslagerhotel. Und ich gehe mich jetzt auch aktivieren. Und wir sehen uns spätestens beim nächsten Spiel. Ciao.